Piu, piu. Eigentlich muss ich den ja gar nicht mal mit wegmachen, aber ich mache ihn noch weg. So. Und ich erhalte wieder ein Blasenschild. Von Granufink. Oh. Schießt ja alle gleichzeitig. Ja, nur eine trifft nie. So. So. Okay. Dann schießt du auch mal. Ach nee, die kann nur... Ah. So. Au. Egal. Das war's mir wert. Okay, hier ist noch so eine komische Inschrift. Oh. Hey, jetzt verwenden sie schon was von deinem Liedex. Was? Wo denn? Hier, Liedex vervollständigen. Oh Gott. Mit dieser Brille kann ich direkt durch den Stein hindurch sehen. Hm. Etwas ist hier eingeritzt. Hm. Eine Art Design. Hm. Mache schnell eine Zeichnung davon, damit ich sie nicht vergesse. Mumienzeichnung erhalten. Yay! So, jetzt kann ich aber hier noch durch. Was ist da? Gucken wir mal. Ach, das ist... Ah! Ich weiß, wo ich jetzt gelandet bin. Hm? Ich bin wieder da, wo ich vorher war. Also in dem einen Stück. Mhm. Ah! So. Ich gehe hier mal runter. Schwupp. Schwupp. Und da sind die beiden. Na los, wollt ihr nicht mit mir reden? Ah, du hast es geschafft. Der Pool ist wieder voll und es riecht nach Badesalz. Ja, das hatten wir ja schon mal, dass das Wasser zähflüssig ist. Okay, dann habe ich wirklich was verpasst. Ja, wir hatten nämlich dafür gesorgt, dass da endlich Wasser ist. Durch, durch Schinkengeruch. Mhm. Husch. Jetzt fangen sie schon mit dem an. Mit dem mhm. Lied. Ja, mit ich will jetzt gleich König sein oder sowas. Ja. Ja, das Lied mag ich auch. König der Löwen. Ist halt, ja, ist halt von König der Löwen. Okay, Livestream König der Löwen. Die etwas andere Version. Ja! Ah! Ah! Mist! Nee, jemand schreit ja gerade so, ja! Nein! Ja! Okay. Bin ich bereit abzulegen? Ja, ich bin bereit abzulegen. You are going me on the cookie, oh weia. I believe I spider. Dum, 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 dum. Und jetzt wird hier erstmal gebadet. Ah, oh, ist das schön. So. Oh, hier kennt das jemand besser auf Englisch auf als auf Englisch Deutsch. Auf Deutsch, ja. Ja, und was für die Zuschauer, die den Zusammenhang nicht haben? Ich will jetzt gleich König sein, kennt hier jemand nur besser auf Englisch als auf Deutsch. Ah. Also ich kenn's besser auf Deutsch. Ich habe die englische Version noch nicht so oft geguckt. Also ich kenne manche Lieder von manchen Serien oder Filmen auch eher auf Englisch. Ja, manchmal sind die deutschen Übersetzungen erstens grottenschlecht und dann ist die Stimme auch nicht mehr so toll. Ja. A whole new world. Das erinnert mich jetzt gerade an die Eiskönigin. Ja? Frozen. Ja, was ist denn daran nicht so toll? Wie? Die deutsche Version? Ja. It doesn't come me in the bag. Das kommt mir nicht in die Tüte. Oh. Ein komisches Englisch. Ja, sagt man ist witzig. Das sagt man natürlich nicht so. Das ist aber das Witzige, das ist Denglisch.
also von Deutsch, Sprüche, die man auf Deutsch sagt, aber die auf Englisch ganz entweder nicht gibt oder die man ganz anders sagt. Hm. Zum Beispiel könnte man eigentlich auch nicht Two Flies with One Flap schlagen in im Dings. Warte mal. Im Englischen, da wären es zwei Vögel mit einem Stein, die man kaputt hauen würde. The apple doesn't fall far from the tree. Genau. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Tree heißt Baum. From the stem müsste es ja dann heißen. Der Stem ist ja Stamm. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt diese Mumie. Bin mal gespannt, ob es hier... Bla bla bla. Nee, der Chef möchte diese Ruinen beseitigen lassen, aber das war irgendwie nix. Aber wofür brauche ich jetzt dieses Mumien-Ding? With him is not good cherry eating ist auch schön. Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Oh Gott. Das Lied, oh Gott, das ist wirklich lustig, das Lied. Genau, das ist der Morgenreport. Der Mordreport. Der Morgenreport. Der Mordreport. Steht interessant Wort für Wort. Genau, ein Mordreport. Man erfährt hier vor Ort, wer stirbt da und dort. Old love doesn't rust. Alte Liebe rostet nicht. Achso. Jetzt schreibt einer, oh, love rust not. Genau. Das ist rusts, ja wortwörtlich übersetzt. Rusts not. Mit dieser Brille kann ich direkt durch den Stein hindurchsehen. Hier ist etwas eingeritzt, eine Art Design. Haben wir das nicht vorhin auch schon mal gehabt? Oder? Ah, noch eine Mumienzeichnung. Ah, das sind jetzt mehrere schon. Wer trägt ihn aus? Mein Herr! Ich glaube nicht schon wieder. Ja, so. Pia Post. Genau. Pia Post von West und Ost. Und sie treibt jeden Tag Spost. ich mein Sport. Jetzt weiß ich aber nicht, wie geht's denn hier nur weiter? Ich meine, ich soll die Mumienzeichnungen wahrscheinlich. Ja, bestimmt gibt da überall welche zu finden. Die musst du alle dann finden und dann dahin bringen, wo dieses Teil da ist von Skys Vater. Wer ist denn Skys Vater? Ich habe keine Ahnung, der stand da vorhin. Das ist weil das ist von dem unterzeichnet ist. Ja, ich habe wenigstens 4 Tintenfische, deswegen kann ich zumindest in Scuttletown das Ganze schon mal. Ach so, hier ist Dead Trousers, hier ist Tote Hose. Ja, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon mitbekommen habe. So. Ich finde ja, das ist eigentlich schon wieder ein guter Punkt, um ein Päuschen zu machen. Beziehungsweise es erstmal für heute gut sein zu lassen. Ist ja auch schon spät. Das ist ja wieder 11:15. Ja. Und morgen werde ich mich wohl mal der Übersetzung wieder widmen. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, damit meine Mia und Maya das Übersetzen, das einsprechen können. Das sind, also beziehungsweise die Person, die beide macht. Das ist eine ganz schön viel, ist das. Lieblingslied, Abspann. Ja. Oh Mann. Hey, weißt du was? Ich glaube, dein Mikrofon hat heute 3-mal oder so nicht funktioniert und danach schon die ganze Zeit. Hui. Also bisher muss ich dich auf jeden Fall nicht darauf hinweisen, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, jetzt erstmal derzeit, ja. So, an die lieben Leute, die ja gerade noch im Stream sind. Wir schreiben schon wieder weiter mit diesen Liedtexten. Ja, ihr könnt euch ruhig da weiter unterhalten, wenn ich weg bin, ehrlich gesagt. Stört mich auch nicht. So, warte einen Moment, ich speichere vielleicht noch schnell irgendwo. Ja, wäre sinnvoll, oder? Ja, ich gehe noch bis zum nächsten, nächstgelegenen Speicherpunkt irgendwie.
Hat die Spinnennetzinsel sowas? Nee. Ich weiß echt nicht. Und dann machen wir nämlich, wenn ich gespeichert habe, einen Abspann. Nein. Jemand erinnert sich noch an das Erkennungslied von vor 6 Jahren von dir. Oh Gott. Naja, Erkennungslied finde ich erst, ich sollte es mal umtexten. Was hast du so ist genannt? Ja, eigentlich nicht. Ja, ich weiß, aber. Minuspunkt bei Exidor. Nein, nicht aufhören. Achso, die Stelle, ja, sorry, aber. Heute es nicht. Ist schon spät. Heute nicht. Genau, und wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht, dann ist es sowieso hinfällig. Ja. Ich bin gerade etwas überfragt in der Hinsicht. So, wenn ich hier nämlich lang gehe, ich meine, ich komme da unten ja nicht weiter, möchte ich meinen. Wenn ich hier lang möchte, dann. Menü? Aha. Interesting. Und dann? Was? Ja, höre. Okay, wann ist der nächste Stream Prachtlicht? Oh, das weiß ich noch nicht. Oh, jemand vielleicht sagt, am bitte Samstag? Weitermachen. Was? Jemand fragt ja gerade, bitte weitermachen. Sagt jemand, ja. Ja. Oh Gott. Ah! Da komme ich doch nicht durch. Das ist ja gemein mit den Gegnern. Oh, wie gemein das ist. Das ist so gemein. Muss man da durch? Ich glaube nicht, dass man da durch muss. Ja, genau. Da hat vorhin jemand zu Licht gesagt, das wäre dein Highlight. Hahaha. Oh! Ja! Das muss doch irgendwie gehen. Mir sagt jemand, Samstag ist okay. Ja! Das schaffe ich doch nicht so. Moment. Ja, Stelle brauchst du eine Fähigkeit. Ja, das dachte ich mir. Aber ich schaff's auch ohne. Ja, fast hätte ich's geschafft. Ja. Aber nur fast. Was ist das? Was ist das? Was ist was? Ja, TV. Die drei, die da um dich rumkreisen. Das ist ein Super-Pikenschild oder sowas. Ich schaff das noch. Ich mach das. Ich krieg das hin. Auch wenn es eigentlich nicht so geplant ist. Nochmal. Was für eine Fähigkeit braucht man denn da bitte? Tja, die. Oh, jetzt habe ich kein Schild mehr. Dann mache ich noch mal einen an. Oh, jetzt kommt wieder jemand mit dem tollen Spruch, du brauchst Wario. Oh, ich brauche keinen Wario. Wario braucht mich. Okay, ich lasse es. Oh Mann. Na gut. Nee, dann würde ich es auch erstmal dabei belassen und zum Speicherpunkt gehen, zu irgendeinem. Nein, du brauchst den Super Mario. Das ist der Mario. Ja. Achso, Licht, Exeter, denk an deine Auskunft zum Mikrofon. Er will schließlich Cody sprechen. Aber da müsste ich auch erstmal wissen, ob er das denn überhaupt sollte. Beziehungsweise, ja, ob ich den denn als Cody haben möchte. Ja. Ich nehme ja nicht jeden als jeden. Das ist es ja. Also, das ist. Ich habe leider Ansprüche. Müssen wir mal sehen. Na gut, also gespeichert ist. Du brachst den Wario. Ich brach den Wario. Ich machte ihn kaputt. So ein Mist. Na gut, also zugeklappt, eingepackt und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, würde ich meinen. Ja, tschüss. Na gut, tschüss.